Jo, liebe Leute, Theo hier. Ich begrüße euch recht herzlich zu einem erneuten Mario Odyssey Video. Und zwar heute haben wir die 5 lustigsten Momente in Mario Odyssey, wo ich wirklich lachen musste und die ich echt am lustigsten fand von allen. Ich bin zurzeit mit dem Arcata hardcore am Speedrunnen. Wir trainieren das zurzeit richtig doll. Und deswegen werden in nächster Zeit noch Speedrun-Streams hier kommen. Macht euch gefasst darauf. Das Gewinnspiel mit den 3 Ness-Amiibos ist auch zu Ende, Leute. Die Gewinner stehen in den Kommentaren. Ich habe es angepinnt, die 3 Gewinner. Schreibt mir auf Instagram eine Privatnachricht und dann werdet ihr die Ness-Amiibos bekommen, Leute. Ich würde sagen, wir machen das Intro nicht zu lang. Wir fangen an mit dem lustigen Moment Nummer 5. Der erste Moment war einfach, wo Mario sich in dieses riesige Stück Fleisch verwandelt hat. Dieses Riesenstück Fleisch mitten auf dem Berg, auf dem Pökelplateau hieß dieser Ort. Und sie haben wirklich es wortwörtlich genommen, dass Mario sich in fast alles verwandeln kann. Sogar in einen Baum, Kaktus oder halt dieses Stück Fleisch. Einfach so ein rohes Stück Fleisch. Und dann kommt noch der Vogel, Leute. War einfach eine lustige Szene. Auf jeden Fall auf Platz 5. Und wo ich gerade schon den Kaktus erwähnt habe, Leute, ich finde es einfach so genial und so lustig, wenn Mario gegen eine Kaktee läuft oder allgemein da reinrollt oder sonstiges und dann er diese Stacheln in meiner Nase hat, Leute. Und diese Stacheln, wenn man sich die mal ein bisschen genauer anguckt in der Kamera, Leute, die sind einfach, die Nase wird rot. Und sogar in der Cutscene, wenn er einen Mond holt oder sowas, dann hat er immer noch diese Stacheln auf der Nase. Und das finde ich einfach ein lustiges Detail. Und das zeigt einfach, wie viel Liebe zum Detail Nintendo da auch reingesteckt hat. Auf Platz 3 haben wir das bescheuerte Hochzeitskleid von Peach, was Mario sich einfach anziehen kann. Ich weiß nicht, was sich Nintendo dabei gedacht hat, dass sie Mario einfach ein Kleid tragen lassen. Es sieht einfach sowas von dämlich aus und Leute, ganz ehrlich, wenn man das sich mal ein bisschen anguckt in der Kamera und sowas, da kann man einfach nur über Mario lachen. Ich finde, es ist mit Abstand das dämlichste Outfit, aber Leute, man kann es auch mit der Amiibo freischalten, aber man kriegt es auch so im Spiel später und es ist einfach das Hochzeitskleid von Peach und er trägt es einfach. Was sich Peach wohl dabei denkt, Leute, auf Platz 2 von meinen lustigsten Momenten in Mario Odyssey habe ich einfach die letzte Cutscene von Mario Odyssey, wenn man Bowser besiegt hat und dann noch entkommen ist vor dieser riesen Explosion und dann man letztendlich vor Peach steht und Mario kommt dran, ganz romantisch um die Ecke mit einer Blume, aber dann, Leute, kommt auch noch Bowser mit der Piranha-Pflanze um die Ecke, gibt Mario eine Klatsche ins Gesicht, Peach läuft darauf hinweg und gibt beiden einen Korb und Mario tröstet Bowser, die sitzen beide einfach traurig zu zweit, Leute, das ist einfach sowas von genial, diese Szene, und zeigt eigentlich, dass sie zwar Erzfeinde sind, aber dennoch ein bisschen Sympathie füreinander haben oder allgemein das gleiche Schicksal teilen, nämlich, dass Peach mit denen nichts zu tun haben will eigentlich. Auf Platz 1, Leute, seid ihr wahrscheinlich alle gespannt, ist einfach die Nasen-Engine. Wie bescheuert ist das bitte, Leute? Ich finde das sowas von genial, so lustig. Und in Screenshots, ihr seht es hier, die Nase ist einfach das Hauptmerkmal von Mario geworden. Also diese Engine, die sie da reingeschoben haben. Also andere Entwickler kümmern sich um irgendwelche Texturen oder um irgendwelche physikalischen Gegebenheiten von Brüsten oder sonstigen Scheiß. Aber nein, Nintendo buttert das Geld in die Programmierer, dass sie wenigstens eine schöne Nasen-Engine für Mario hinkriegen. Und das haben sie auch geschafft. Wirklich, mit jedem Sprung, mit jeder Bewegung, die Mario macht, reagiert die Nase mit und schwingt nach, wippt nach und ist einfach sowas von genial. Ich finde es einfach richtig nice und ich hoffe, dass sie in zukünftigen Mario spielen, ob sie jetzt 3D-Teile sind oder 2D-Teile mit einer 3D-Optik, dass sie das einfach übernehmen mit dieser Nase. Das ist einfach sowas von genial und hat mich in manchen Situationen, wie zum Beispiel hier gerade eingeblendet, zum Lachen gebracht, Leute. Jetzt schreibt mal eure 5 lustigsten Momente in Mario Odyssey in die Kommentare. Ich bin raus, Leute. Wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss, euer Theo.